Für die heutige Reise blicken wir lange in die Vergangenheit zurück. Ganze 1214 Jahre. Weit müssen wir aber nicht reisen, denn wir besuchen die Stadt Aachen, die mit dem Auto von Düsseldorf in einer guten Stunde zu erreichen ist. In der Zeit um 800 nach Christus hatte man noch keine Autos. Da reiste man innerhalb einer Reisetruppe, die aus Pferden, Kutschen und Fußgängern bestand. Solch eine Reisetruppe würde ganze 2 Tage brauchen, um von Düsseldorf nach Aachen zu gelangen. Eine ganz besondere Reisetruppe war damals die des Frankenkönigs Karls des Großen. Zu jener Zeit wurde vom Pferdesattel aus regiert. Der König ritt von Dorf zu Dorf und besuchte seine Untertanen. An den Orten, an denen sich der König längere Zeit aufhielt, wurden sogenannte Pfalzen gegründet. Du kannst dir eine Pfalz wie ein großes Haus vorstellen. Karl der Große hatte viele Pfalzen verteilt über sein gesamtes Königreich. Seine Lieblingspfalz war aber die in Aachen. Karl der Große war ein Christ und ihm war das Beten zu Gott sehr wichtig. Deshalb ließ er sich in Aachen einen riesigen Dom bauen, mit einem direkten Gang von seinem Haus hinein in die Kirche. Die Kirche in Aachen hat einen ganz besonderen Grundriss. Normalerweise ist eine Kirche auf einem Rechteck aufgebaut. In Aachen aber ist der Grundriss ein Achteck, das man auch Oktogon nennt. Ein klein wenig Geometrie. Zuerst schneidest du eine Torte in 8 gleich große Stücke. Dann schneidest du jedem einzelnen Kuchenstück den runden Rücken ab. Welche Form entsteht dabei? Ein Kreis mit 8 Ecken. Ein Achteck. Die Zahl 8 steht für die Vollkommenheit. Für die Vollkommenheit des Königs, für seine Macht, aber auch für den göttlichen Himmel. Darum liegt der Dom in Aachen auf einem achteckigen Grundriss.